Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play This War of Mine. Ja, wir sind wieder zu viert in unserer kleinen Wohngemeinschaft. Der Marine hat beim letzten Mal Einzug gehalten. Der begabte Handwerker, sehr von Vorteil. Der Kollege braucht nämlich wesentlich weniger Baumaterial, wenn es darum geht, irgendwas herzustellen bzw. abzugraden. Ja, und dann unser kläglicher Versuch im Stadtkrankenhaus was zu looten, ist er gehörig daneben gegangen. Wir sind nochmal gut davon gekommen. Und ich denke, damit haben wir an dieser Stelle genug gelabert. Lasst uns loslegen. Die Katja, leicht verletzt, hungrig, traurig, ist unterwegs in Richtung Doppelhaus, wo wir hoffentlich ein bisschen was finden, was wir mitnehmen können. Ich bin gespannt. So. Nehmen wir irgendwas mit. Ich nehme mal auf Verdacht ein Brecheisen mit. Vielleicht hilft uns das. Auf geht's. Zerstörung ist unvorstellbar. Es kommt einem Wunder gleich, dass der Rest noch steht. Tja. Und hier sollen Menschen leben, hieß es. Ich bin gespannt. Wir müssen auf jeden Fall die Augen offen halten. Da oben ist schon mal ein Geräusch. Da ist eine Ratte, habe ich gesehen. Okay, habe ich zur Kenntnis genommen. Nur Abfall und Schmutz. Na prima. So, ein Blick durch Schlüsselloch. Hier ist niemand. Okay, auf das Ding. Die Treppe hoch und immer vorsichtig sein. Wir dürfen nicht noch jemand verlieren. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Ah, da geht's weiter, da unten. Okay, da sitzt auch jemand. Müssen wir aufpassen. Möglicher Handel hieß es, ne? Vielleicht wollen die ja handeln. Okay, hier scheint auch bloß eine Ratte zu sein. Können wir da aufmachen? Jawohl, geht. Von der Seite können wir aufmachen. Okay. Da unten ist auch nochmal Geräusch. Das ist die Frage. Ob das auch bloß eine Ratte ist? Ich weiß nicht. Sind wir vorsichtig? Also hier war definitiv nur eine Ratte. So, ja, ein bisschen Zeug. Also jetzt nichts wirklich Berauschendes. Was haben wir hier? An der Wand stehen unbeholfene Buchstaben. Hanna, Thomas und ich sind bei Onkel Rado eingezogen. Wir haben Mama im Garten begraben. Papa, pass auf dich auf. Petra, oh Gott. Die eigene Mutter im Garten begraben. Ah, ja. Heftiges Spiel auf jeden Fall. Weil man überträgt das ja auch immer so ein bisschen auf sich selbst. Nee, wie würde man sich selbst fühlen in so einer Situation? So, aber hier ist fast nichts zu holen. Ein paar Bücher, ja gut. Was heißt ein paar? Eins, um genau zu sein. Hier ein bisschen Zeug, aber das ist alles nichts. Nichts von Wert, was wir hier gefunden haben bis jetzt. So, immer noch nichts, na prima. So, was haben wir hier? Nichts, das sich lohnen würde mitzunehmen, sagt sie. Ja, die hat recht. Nur Schmutz und Abfall, super. Genauso muss es sein. Unten ist eine Geräuschquelle. Hoffentlich ist das bloß eine Ratte. Ja, okay. Glück gehabt. Ist eine Ratte. Oh, sehr gut. Zum Glück haben wir das Brecheisen mitgenommen. Hallo, ich tausche einige Sachen. Ja, das ist mir egal. Ich mache hier erstmal Lärm, verstehst? So, Sesam, öffne dich. Und jetzt bitte Jackpot, das wäre super. Jawoll, Mega-Jackpot. Sehr geil. Sehr geile Nummer. Hier ist nichts, okay, das ist jetzt weniger lustig. Ah, haben wir doch noch was gefunden. Hat sich doch schon gelohnt. Und ich glaube, wir brauchen auch dringend wieder eine Axt. Wir müssen uns dringend wieder eine Axt herstellen, dass wir Möbel und so auf der Plündertour zerstören können. Da ist ja auch Brennstoff und alles dabei. Ich glaube, das ist schon wichtig. So, jetzt lass hier bitte noch was drin sein. Irgendwas Hübsches. Ja, ein bisschen was. Okay, schön. So, kommen wir hier eigentlich runter? Nee, nirgendwo, gell? Doch, hier kommen wir runter. So, oh, da bräuchten wir eine Schaufel. Schaufeln, ja, ich
Wir haben zwar eine, aber ich habe sie nicht mitgenommen. Das ist jetzt natürlich schwierig. Ich habe auch keine Lust hier, mich jetzt durch diese zwei Schutthaufen von Hand zu wühlen, weil das dauert ja wieder ewig. Das dauert ja ewig. Hallo? Achso, du musst da hoch, oder? Und dann kannst du hier runterspringen. Ah, jetzt können wir handeln. Okay, also. Dann lass uns handeln, mein Freund. Was hast du denn schönes? Munition, sehr gut. Nehme ich gleich mit. So, was habe ich für dich? Ja, gute Frage. Ich hätte hier was zu essen. Da kriege ich aber noch ein bisschen was von dir. Boah, willst du mich verarschen? Viermal Munition, vor einmal was zu essen? Tabak brauche ich nicht. Ich brauche hier das Zeug. Ah, jetzt passt es schon wieder nicht mehr, wa? Okay. Kriegst du eine Elektronik. Das reicht nicht. Ja, weißt du was? Kriegst du noch ein Waffenteil. Okay. Also, weil diese Zahnrädchen, die brauchen wir auch. Und die Munition, die wäre mir auch ganz recht, wenn wir da ein bisschen was hätten. Aber es ist schon teuer, ne? Wenn man sich das mal überlegt, was der Kollege haben will. Pah, aber gut, komm, wir brauchen's. Ja, es war ein Vergnügen, das glaube ich dir. Dass du Spaß dran hattest. Das glaube ich dir sofort. Wir halten fest, beim nächsten Mal auf jeden Fall die Schaufel mitnehmen. So, ja, dann darfst du wieder nach Hause gehen, liebe Katja. Weil ich glaube nicht, dass die uns hier reinlassen. Kommt schon der Nächste. Die werden uns einen Scheiß erzählen, wenn wir hier versuchen reinzukommen. Also, wir machen uns auf den Weg nach Hause. Katja ist zurück. Und Tag 24 beginnt jetzt dann für unser Kleeblatt in unserer Ruine. Bin mal gespannt, ob die anderen jetzt wieder einigermaßen fit sind. Der Marin und der Anton. So, wir wurden ausgeplündert. Ach Gott. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie haben es wirklich ernst gemeint, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Wir hatten einige Waffen, aber sie reichten nicht für alle aus. Queta wurde verletzt. Aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Anton geht's viel besser, das ist gut zu wissen. Sehr hungrig, deprimiert ist sie. Ach Gott, aber ich glaube, ich kann sie doch irgendwie aufmuntern. Genau, ich kann mit ihr reden. Die arme Katja. Na komm, jetzt quatsch mit ihr. Oder kannst du nicht mit ihr quatschen? Du musst doch mit ihr quatschen können. Oder ist sie zu müde? Sehr hungrig ist sie. Oh Gott. Ja, dann gehst du was essen, komm. Sehr hungrig. Du gehst auch was essen. Bio-Eintrag hat sie. Ich muss heute Nacht einige Bandagen finden. Ich darf meine Freunde nicht im Stich lassen. Ja, die sind doch soweit einigermaßen fit. Der Anton. Ohne Bandagen ist unser Schicksal besiegelt. Wir müssen welche finden. Verletzt erholt sich hungrig. Verletzt erholt sich traurig, hungrig. Warum seid ihr traurig? Seht euch nur meine Wunde an. Bitte, ihr müsst mir helfen. Seid ihr alle wahnsinnig? So, mal ein bisschen heizen hier, komm. Und darfst dich gleich wieder hinlegen. Verletzt erholt sich, aber... Sorry, ich verhau jetzt hier keine Bandage an euch. Ach, jetzt wird sie aufgemuntert. Jetzt funktioniert's. Ich weiß, dass du leidest, Katja. Jetzt quatschen die miteinander. Ich würde alles tun, um dir zu helfen. Danke. Schade, dass du das nicht kannst, nicht wahr? Mhm. Ja, das ist nun mal Optimismus pur. Nun, ich wünsche es so sehr, dass ich es könnte. Ja gut, jetzt wäre natürlich... die Slata wäre jetzt genau die richtige. Aber die ist ja leider tot. Die ist ja gestorben, genauso wie der Pavel. Los, geh weg. Wie? Sind die verrückt?
Was ist denn jetzt los? Die quatscht immer noch mit ihr, oder was? Die quatschen immer noch, ja. Sind sie jetzt fertig? Jetzt ist sie nur noch traurig, nicht mehr deprimiert. Okay, hat offenbar was geholfen, schön. Immerhin. So, dann knallt die sich erstmal eine Runde hin. Der ist auch traurig, hungrig, verletzt, erholt sich. Ja, ich will jetzt die Bandage nicht opfern für die zwei Gentlemen. Das wäre mir jetzt fast too much. Weil die sind einiges wert und wer weiß, ob wir die nochmal so locker finden. Ob wir die nochmal so locker finden, so erstmal hier ein bisschen Wasser filtern, bitte. Wir haben ja noch einen Wasserfilter, ne? So, unser Bastler. Was habe ich gesagt? Wir brauchen eine Axt, ne? So, du tust hier filtern, bitte schön. Und der Kollege rennt dann mal zum Basteln. So, ich kann meine herstellen. Sehr gut. Waffenteile, jawohl. Also, dann machen wir eine hier. So, Quita. Auf geht's, jawohl. Haben wir noch Zucker? Zwei Stück ist zu wenig. Wir können keinen Alkohol machen. Das reicht nicht. Ja, komm, dann gehst mal die Runde Gitarre spielen zur Not. Okay, die kann das nicht so gut. So wie sich's anhört. Schwierig. Okay, also komm. Leg nochmal einen nach hier. Oh, halt, stopp, stopp, stopp. Du kannst den Ofen aufwerten, oder wie? Ach, fehlen Teile, Mist. Okay, können wir nicht machen, shit. Also wir müssen den Ofen offenbar aufwerten. Was ist das hier? So ein Thermoregulator. Kannst du den Thermoregulator basteln? Bitte sag ja. Bitte sag, dass du das kannst. Jawohl. Können wir herstellen. Okay, herstellen. Passt. Also dieses Geklimper kann man sich nicht anhören. Sorry, Quita, aber geht gar nicht. Darfst du dafür mal das Radio anmachen? Haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Okay, nichts Neues. Es wird kälter. Haben wir schon mitgekriegt, dass es kälter wird. Jawohl, ein bisschen traurige Mucke. Wassermangel. Falls die Schneeschmelzen, um Wasser zu halten, kochen sie es unbedingt vor dem Trinken ab. Okay. Gut zu wissen. Oh ja, klar, wenn das Wasser gefriert, dann haben wir echt ein Problem. So, infolge von schweren Verlusten hat sich das Militär zu seiner früheren Stellung zurückgezogen und versucht nun erneut, direkten Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Es sollte wieder möglich sein, sich durch die Stadt zu bewegen. Ja, das haben wir schon gemerkt, dass das funktioniert. Das war also gar nicht schlecht, dass das jetzt funktioniert, ne? So. Ich warte bloß, bis der Kollege sie wieder hinlegen kann. So, jetzt hat er was hergestellt. Wir müssen trotzdem noch ein bisschen heizen, das hilft ja nichts. Katja hungrig, traurig. Okay, die Verletzung ist weg bei ihr, wie es aussieht. Plus 13 Grad. Wie viel Brennstoff haben wir noch? 7. Also man sieht schon, dieser Brennstoff geht ratzfatz drauf. Und der Tag ist schon wieder um. Na gut, komm, wir beenden die Nummer hier. Es hilft ja nichts. Baustelle. Da waren wir überall schon. Kirche der Heiligen Maria. Schutzschaufel sollte nützlich sein. Eine Gruppe von bewaffneten Männern soll jetzt das Sakristeigebäude besetzen. Ui. Gefährlich. Eine Menge Lebensmittel, eine Menge Medikamente, eine große Menge Waffen. Ist die Queta auch leicht? Achso, die ist ja leicht verletzt, natürlich, klar. Hieß es ja, ne, beim letzten Überfall. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie uns zweimal in Folge plündern? Eher unwahrscheinlich, oder? Ja, komm, dann pennen die alle im Bett. Dann gehen wir mit der Katja. Ich gehe nochmal ins Krankenhaus. Wir haben jetzt eine Schrotflinte. Ich hau den jetzt weg. Ich hau den jetzt weg, den Typ. Es hilft leider nichts. Müssen wir durch.
Es hilft nichts. So, wir nehmen was immer noch mit. Sollen wir es beide mitnehmen? Wäre eigentlich verrückt, oder? Ne, das lassen wir mal schön da. Wir gehen. Auf geht's. So. Na also. So, mein Freund. Jetzt habe ich die Faxendicke, ey. Jetzt habe ich echt die Faxendicke mit dir. So, was hat denn der hier? Ist auch nicht rot, oder? Tatsächlich. Alles nehmen. Okay, danke. So, ich nehme die Waffe in Anschlag, ey. Ich bin jetzt echt vorsichtig. Ich warte bloß drauf, dass uns hier wieder irgendeiner ans Leder will. So, das sieht mir nicht nach... Das sieht mir nicht so aus, als ob hier jemand Probleme habt. Banditen, okay, also. Ja gut, wenn wir schon mal da sind, dann... Oh, sind das die Überreste von Pavel? Ich glaube, Pavel ist hier gestorben. Ja, das waren die Überreste von Pavel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verlassen, okay, was ist das hier? Das ist Pavel. Zumindest hat sein Sohn überlebt. Sollte er erfahren, dass sein Vater tot ist, ich denke später darüber nach. Oh mein Gott. So, das ist nochmal dieser Patientenbericht. Wen es da alles erwischt hat. Okay, aber offenbar gibt es hier jetzt keine Security mehr. Also dann könnten wir hier mal ganz locker... Ja, dann können wir hier beim nächsten Mal ganz locker alles mitnehmen. So, war jetzt natürlich eine harte Nummer. Aber das ging einfach nicht. Das ging gar nicht. Das musste jetzt sein. Tag 25. Es wird sehr kalt werden. Na prima. Oh, es schneit schon. Hallo, seht euch die ganzen schönen Dinge an, die ich gefunden habe. Mein Gott. Wir sind nicht ausgeplündert worden, mein Gott. Da haben wir echt Dusel gehabt. Katja war auf der Suche nach Vorräten, hat schöne Dinge mitgebracht. Jawoll. Alter Schwede. Boah, ist das kalt. Oh, jetzt kann man hier Schnee sammeln, oder wie? Bio-Eintrag-Katze. Genug. Meine Freunde bekommen ihre Bandagen, selbst wenn ich jemanden bestehlen muss. Ich wünschte, ich könnte Anton helfen. Er sieht so hungrig aus. Mir ist lieber, wenn ein Unbekannter stirbt, nicht ich oder meine Freunde. So einfach ist das. Tja, es wird härter. Sie ist deprimiert. Sie ist müde. Ja. Achso, du kannst jetzt nicht pennen, gell? Queta ist hungrig, leicht verletzt. Ich beschloss, die Kinder in die südlichen Klassenräume gegenüber von der Turnhalle zu bringen und befahl ihnen, sich zur Sicherheit an die Tische zu setzen, die weit von den Fenstern entfernt waren. Das rettete ihnen das Leben, als eine Granate auf der Straße explodierte und alle Scheiben an der nördlichen Wand in einem Glashagel zerbrach. Daraufhin haben wir die Fenster abgedeckt, ja. Ich komme mir so hilflos vor. Meine Freunde sind verletzt und ich kann nicht einmal ihre Schmerzen lindern. Katja hat einen Mord begangen. Wenn das aus uns geworden ist, dann verdienen wir vielleicht den Tod. Tja. Sehr hungrig, verletzt, erholt sich traurig. Ich muss ein paar Bandagen finden. Ohne sie werden wir nicht überleben. Der Mangel an Nahrung macht mir Sorgen. Ich kann meinen Magen knurren hören. Gilt wirklich töten oder getötet werden? Ich hoffe immer noch, dass dem nicht so ist. Ja, meine Freunde. Verletzt, erholt sich traurig, hungrig. Mhm. Katja hat kaltblütig jemanden ermordet. Wie konnten wir es nur so weit kommen lassen? Schrecken wir denn vor nichts zurück, um zu überleben? Ja, ihr Klugscheißer, was soll ich machen? Was soll ich machen? Du wärst mal den Scheiß hier jetzt auf. Wir brauchen einen besseren Ofen. Funktioniert, wir haben genug Material. Also dann ab die Post herstellen. So, wer war da sehr hungrig? Irgendjemand war sehr hungrig. Der Anton, ne? Genau, Anton war sehr hungrig. Oder beziehungsweise darfst mal hier so ein Döschen essen, bitteschön. Immerhin haben wir das Loot von Pavel wieder. Das waren wir eigentlich fast schon Pavel schuldig, ne? Dass wir zumindest das Loot mitnehmen. So,
Oh, minus 2 Grad. Offenbar hat der neue Ofen nochmal das ganze alte Brennmaterial mitgenommen. So, aber wir haben noch ein bisschen was rein. So, Anton ist einigermaßen wieder auf dem... Ich brauche jetzt eine Bandage, es hilft nichts. Dieses Rumgeheule geht mir einfach zu sehr auf den Senkel. Also dann pfeift euch halt die Bandage rein, wenn es unbedingt sein muss. So, dann darfst du dich auch hier unten wieder hinlegen und dann... Marin, ja komm, dann holst du dir auch eine Bandage, bitte. So, der Händler ist da, prima. So, da muss wieder jemand aufgebaut werden, so wie es aussieht. Die zwei reden wieder miteinander. Ja, das hat die Katja schon mitgenommen, logisch, ne? Ich weiß, dass du leidest, Katja. Ist das jetzt der gleiche Dialog? Ich würde alles tun, um dir zu helfen. Schade, dass du es nicht kannst, nicht wahr? Ja, das ist der gleiche Dialog. Aber 1:1 original der gleiche. Ja, ich warte jetzt, bis das Gespräch beendet ist. Es tut mir leid und danke, wirklich. Ich warte jetzt, bis das Gespräch erledigt ist, dann kann ich mit der Karte hier zum Händler. Doch, ich bin für dich da, falls du mich brauchst. Das ist manchmal auch einfach richtig, ne, zu wissen, es ist jemand da, der sich um einen kümmert, ja, der mitfühlt, der zuhört. Das reicht ab und zu auch wirklich aus, wenn man weiß, es ist jemand da, der sich Sorgen macht, der ein Stück des Weges gemeinsam mit einem geht, egal wie dreckig es einem gerade geht. Das haben sie sehr gut inszeniert. Und das ist auch absolut authentisch und glaubhaft. Ich glaube, nur in einer Gemeinschaft überlebst du so eine Situation, ohne dass du verrückt wirst. Hungrig, leicht verletzt. Ja, komm dann. Kneiße dich auch hier rein. So, und du quatschst jetzt mit Franco. Servus, Franco. Schauen Sie sich an, was ich mitgebracht habe. Interessant, dass die im Krieg noch alle passiv sind. So, was hast du denn Hübsches für uns, ne? Brennstoff hättest du. Material hat er auch, ohne Ende. Ja, ist doch nicht schlecht. Was können wir dir denn anbieten? Oh, Bandagen hätte er auch. Aber gut, das ist natürlich ein ganz übles Tauschverhältnis, wenn wir jetzt hier Bandagen haben. Da kriegst du das mal Alkohol. Das reicht ihm natürlich nicht, ist auch klar. Ich lege eine Schrotflinte drauf. Weil eine reicht uns, denke ich. Ich hätte gerne eine Bandage. Okay, da tut er dann schon zickig. Dann kriegst du noch hier ein Medizinchen. Ah, jetzt spürt er schon eher. Sehr großzügig von Ihnen. Mhm. Gut, wir können uns einigen, sagt er. Ja, genau, von wegen, mein Freund. Pass mal auf. So schnell einigen wir uns nicht. Ah ja, okay, also das reicht ihm dann nicht. Aber so, ich glaube, in diesem Tauschverhältnis ist es ganz gut. Wir handeln. Schauen wir uns nochmal die Kiste an. Ja, es ist, denke ich, wichtig, dass wir zumindest eine Bandage immer auf Vorrat haben. Das kann kein Fehler sein. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich mit dir noch handeln sollte. Wobei, ja, können wir schauen, was wir für die Pistole kriegen. Brauche ich die Waffenteile? Okay, das tut er schon blöd. Da tut er blöd. Ich glaube, die Waffenteile brauche ich nicht, oder? Dieses eine Kräuterteil. Ja, weißt du was? Da Kippen kriegst du. So machen wir es, alles klar. Ja, ich will dieses Material haben. Ich will hier auf keinen Fall irgendwann mal in die Bredouille kommen, dass es bei uns richtig kalt ist. Danke, mach's gut, tschüss. So, hungrig, deprimiert, müde, ja. Mhm. Toll. Weißt was, vielleicht hilft ein bisschen Gitarre spielen, ich weiß es nicht. Wann wird diese ganze Scheiße vorbei sein? Ich möchte nicht für einen weiteren Todesfall verantwortlich sein.
Tja. Kann ich verstehen. Plus 10 Grad, das ist vielleicht immer noch ein bisschen wenig, hätte ich gesagt. So, jetzt hat das Brennmaterial gerade ein bisschen nachgelassen und wird vermutlich die Temperatur auch gleich zurückgehen. Wir legen noch mal was nach. Darf er sich noch mal hinlegen in sein Bettchen. Die Frage ist, reicht ein Ofen aus oder brauchen wir einen zweiten? Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ich meine, wenn es dann so klirrend kalt ist und ich glaube, wenn es jetzt alles gefroren ist, dann werden wir jetzt auch nicht mehr filtern können, vermutlich. Müde ist sie. Müde, deprimiert, hungrig. Die erholen sich alle. Ja komm, wir versuchen's. Wir beenden den Tag. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut. Mein Gott, die Folge geht echt schon lang. Richtig lang. So, jetzt haben wir wieder ein Problemchen. Die Karte ist wieder nur sehr eingeschränkt verfügbar. Kann wegen Schnee. Nicht überall hin, okay. Heißt, wir können nicht mehr ins Stadtkrankenhaus. Also wir sind offenbar genau rechtzeitig nochmal ins Krankenhaus gegangen. Die Kirche der Heiligen Maria. Da könnten wir versuchen hinzukommen. Ja, und wir werden es auch nochmal so machen. Die Katja wird nochmal losziehen, auch wenn sie müde und deprimiert ist. Aber mein Gott, 12 Rucksackslots, ne? Das ist nicht viel. Ich meine, es gibt andere Charaktere, die können 15 oder sogar 18 mitnehmen. So viel Glück ist uns leider nicht vergönnt. Wir müssen uns hier mit 12 rumschlagen. Und die anderen sind alle angeschlagen, die... Ja, die lasse ich jetzt. Die Queta, leicht verletzt. Du stehst Wache, Queta. Ich gehe auf Nummer sicher, du stehst Wache. So sieht's aus. Wir gehen in die Kirche der Heiligen Maria, liebe Freunde. Das machen wir allerdings nicht mehr heute, sondern das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich sage danke fürs Zuschauen hier bei Let's Play This War of Mine und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann.